Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Doppelhaus Challenge. Und wir müssen bei unserer Tochter anklopfen gehen. Wie, es ist niemand zu Hause? Willst du mich verarschen, Alter? Ja, dann gehen wir halt alle wieder nach Hause. Meine Fresse, ey. So, Isaiah ist natürlich der langsamste von allen. Mensch. Gut, ich glaube, dem haben wir es auch als letztes gesagt, dass wir jetzt gehen, ne? Niemand da, Alter. Aber der eine Typ durfte einfach ins Haus reingehen, weil der jetzt ja die Versammlung ist. Richtig geil. Stimmt, Aya könnte auf der Arbeit sein. Und der Mann auch. Matteo. Jetzt mal aufhören, die ganze Zeit rumzufluchen. Ey, sowas macht man nicht. So. Jetzt machen wir aber eine Versammlung. Und du darfst Schach spielen mit Luis. So. Luis machen wir auch zum Vampir. Der darf da nebenan wohnen. Und seine Schwester Jana, die machen wir auch zum Vampir. Und dann können wir sie nämlich in die Gruppe einladen und so. So, jetzt hat sie natürlich mit ihren Livestreams aufgehört, ne? Aktuellen Kanal schauen. Sie trinken Kaffee. Sehr schön. Ey, dieser Typ, der müsste auch mal sterben, ne? Gemeinsam Foto machen, Kochtipps geben, Tag verschönern. Du kannst ihn ja mal fragen, ob du bei ihm anzapfen darfst. Oh, der Hund. Oh, geil. Auf keinen Fall. Ja, frag halt deine Schwester. Bei deiner Schwester darfst du bestimmt. Die machen erstmal ein Foto. Klar, Danik, ich biete dir gerne mein Handgelenk an. Überhaupt nicht gruselig. Ach ja, der sah ja so komisch aus als Dings. Das haben wir noch gar nicht geändert. lecker. Oh, hör auf, Digga. Hält sie jetzt noch oben? Nee, ne? Okay. Was machen die jetzt? Sehr verspielt. Er hat schönes Plasma-Aroma getrunken. Blutrote Befriedigung. Das klingt halt auch einfach echt komisch. So. Dunkle Meditation, mein Lieber. Und dann? Darfst du das Gemälde verwerfen? Wunderbar, obwohl du es ja nicht angefangen hast. Tralala. So, ein surrealistisches Gemälde. Was macht er? Er guckt Fernsehen. Ist ja erstmal nicht ganz so verkehrt. Oh, mir fällt ein, dass er sein Schulprojekt noch machen kann, ne? Das können beide schön im Garten machen. So, beginnen vorsichtig zu arbeiten. So, du hörst mal auf und hilfst. Und du machst nochmal Frösche, damit wir Livers den Raum vollstellen können. Und dann gehst du mal hier hin, damit du ein Foto machen kannst, wie beide zusammen Projekte machen.
ein Foto machen. Danek hat die Raumfahrtfähigkeit erworben. Okay, sie stellt sich mal ein bisschen weiter weg, weil sonst sieht man das nicht. So. Schön, dass beide die gleiche Haltung haben, aber egal. Du darfst auch mithelfen. So, es hat kurz explodiert und dann war einfach das Projekt schon viel, viel weiter fortgeschritten. So, Danek hat schon ein Selfie gemacht. Okay. Danek hilft bei Isaias Projekt. Okay. Egal. So. Dann fehlt da halt was. Du könntest mal ein Selfie machen. Dann können wir nämlich die ganzen Selfies noch sammeln. Bevor ihr alle sterbt. Das ist auch cool geworden, ne? So, der Rentner. Anzünden. So Kamine kann man immer anzünden. So, den hier unten können wir auch mal anzünden. Und dann kannst du das hier mal toll verwerfen, weil wir ja nicht hier waren im Haus. Das ist wirklich echt nervig. Aber mal einfach mal ein Gemälde. So. So. Emilias letzte Tage. Sehr schön. Rahmen. Rahmen. Fuinta. Kloppt auf das Teil rum. So, ich hätte gerne den Pool im Hintergrund. Mal gucken, ob das geht. So, dann gehst du mal hier hin. Machst auch ein Selfie. Sie hat noch Spaß, ne? Boah, ich sehe so alt aus einfach. Guckt euch das an, ey. Chihiro wird bald nicht mehr sein. Ich sag euch das. So, das Projekt ist fertig. Das ist schön. Wir gehen mal aufs Klo und dann nimmst du mal ein Bad mit Lavendel und gehst schlafen. So, dann haben wir nämlich Chihiros letzte Tage auch. Chihiros letzte Tage. Und Rahmen hinzufügen. So, wir können die Frösche ja schon mal ablegen, so langsam. Die ganzen Frösche, ey, ist das geil. So, und jetzt ist es 2 Uhr morgens. Das heißt, wir können die Versammlung auch mal beenden. So. Weil Luis und Jana können dann das Haus hier erben. Und dann können wir ja mal gucken, ob wir hier mit denen irgendwie das nochmal anpassen oder so. Wobei das hier schon nett aussieht. So. Die beiden spielen jetzt erstmal Schach zusammen. Spielen mit Isaias. So, leider kannst du dein schönes Projekt auch wieder verkaufen. Weil Danek das... Danek, sag ich schon. Weil Livos das Add-on nicht hat. Oh, Isaias hat es geschafft. Oh, neues Bestreben. Sehr schön. Ich überlege, ob wir ihn kreativ oder motorisch kompetent machen.
würde sagen, motorisch, oder? So, wir brauchen einen Spielturm. Und ich würde ihn jetzt mal ganz kurz bei Levos einfach hinbauen, damit er da verspielt drauf spielen kann. Was haben wir denn hier alles, ey? Aus den ganzen Karrieren, ne? Malerkarriere. Hier haben wir ja schon neue Staffeleien. Das ist ja schön. So. Die wollte ich nämlich auch haben. So, wir verkaufen das jetzt hier erstmal. Top Secret Computer. Der kommt jetzt mal hier oben mit hin. Leinwandregal. Das finde ich auch besonders schick, das Teil. Frag mich nur, wo wir das hinstellen wollen. Oh, warte, können wir das überhaupt platzieren? Ich gucke mal. Ja, das geht sogar. Ja, eigentlich ist ja er hier der Künstler. Deswegen er jetzt auch das Leinwandregal hier hinbekommt. Aber wo stellen wir das am besten hin? Vielleicht hier hin. Na. So, dann können wir nämlich das Teil hier einfach mit hinstellen. So. Was haben wir hier noch alles? Sammelteller. Ja, dieses Malerteil, das braucht hier auch keiner. Diese Studien. Jetzt haben wir hier schon 100-mal diese dummen Grabsteine. Die brauchen wir auch nicht. Ich würde sagen, wir packen mal hier nochmal diese Leinwand hin. So, und eine kaufen wir noch für hier unten. Huch, nee, das Fenster wollte ich jetzt nicht verschieben. Wollte eigentlich die Leinwand da hinstellen. So. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Das weiß keiner mehr, ne? Okay, vielleicht fällt es mir ja noch ein. Den Spielturm. Ich wollte den kurz bei Livos hinstellen, damit er auf diesem verkackten Spielturm spielen kann. Sehr verspielt. Pirat spielen. Und dann schließen wir das doch mal alles ab. Ganzen Bestreben und so. Und du musst ja immerhin noch drei Kunstwerke in einem Museum betrachten. Aber für dich haben wir ja noch mehr Zeit, weil du ja eh unsterblich bist. Aber Isaiah wird jetzt bald älter, deshalb. Okay. Tippen üben. Kriegen wir auch hin. So. Du nimmst jetzt erstmal Urlaub von der Schule. Tippen üben. So, dann verkauf mal das Teil. Jetzt nimmst du dir bitte nochmal Urlaub von der Schule? Tippen üben. Und da ist es ja, glaube ich, mit schon bei, dass er motorisch sich noch weiterentwickeln muss. So, können wir denn hier schon irgendwas machen? Okay, eine Nachteule kann er sein. Und bei dem anderen warten wir jetzt einfach, bis sich noch was erfüllt hat.
So, der malt noch Schach, genau, er malt Schach. Er spielt das nicht, man malt Schach heutzutage. So, sie schläft. Schön. Kannst jetzt aber mal aufstehen. Was hat der Doggy jetzt? Du kannst das mal nachfüllen. So, dann kannst du dir mal Pfannkuchen zum Frühstück dir gönnen. Dann züchten wir schon mal weiter Frösche und schauen den Kanal. So. Die Hausaufgaben verkaufen wir, damit hier bloß nichts passiert. So, er ist jetzt ja in Rente. Was macht man denn so, wenn man in Rente ist? Verrückten Plan vorschlagen. Sanft küssen. Die Rente von Emilias für seine Verdienste als Schmierer. Maler. Schmierer von Wasserfarben. 99 wurden direkt in seine Haushaltskasse überwiesen. Wow, ey, der ist ja echt reich geworden, der Typ. Okay. Mach doch noch mal ein Techtelmechtel mit Chihiro. Du hörst mal auf zu essen und Fernsehen zu gucken. So ein bisschen Liebe muss es ja auch mal geben. Hallo? Odanek muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. So, er übt noch Tippen. Hat er auch bald erledigt. Da kann er nämlich auf den Spielturm spielen. Du machst erstmal dunkle Meditation. Dann hast du Durst. Dann trinkst du mal. Gehst nachdenklich duschen. Du bist jetzt ja gleich fertig mit der Meditation. Dann trinkst du noch mal was. Ich finde ja geil, dass sich. Ich glaube, Durst auf der Arbeit füllt er sich auch auf. Ich weiß es gar nicht. Weil das muss dann ja auch irgendwie passieren, oder? So, dann gehst du mal aufs Klo, nimmst ein Bad im Honigmehl, sonst was. Und dann gehst du mal trainieren. Und du gehst auch mal trainieren. Nein, du kannst mit dem Hund Gassi gehen. So. Tierpflege, geh mit dem Hund joggen. Das machst du jetzt jeden Tag. So, du musst ja, glaube ich, auch bald zur Arbeit. Und ich hoffe, dass du heute befördert wirst, weil dann geht sie nämlich auch in Rente. Ich meine, Geld haben wir jetzt ja echt keine Probleme mehr. So, dann können wir ihm nämlich jetzt auch das andere kaufen mit dem Frühaufsteher. So. Wie viele Tage hat er noch? Zwei. Ja, langsam kann man hier schon nichts mehr umdesignen. Amun hat Hunger. Ja. Amun geht erstmal joggen. So, du arbeitest schon fleißig. Du bist ja in Rente. So, Sport hält ja frisch, oder? Gefährlich müde. Senioren verfügen nicht mehr über dieselbe Ausdauer wie früher. Im Augenblick ist Emilias erschöpft. Weitere anstrengende Tätigkeiten können böse Folgen haben. Oh nein. Ey, mach mal ein Mittagsschläfchen, bitte. Oh, Scheiße. Oh je. Okay. Stream mal My Sims Go. Boah, wir kriegen jetzt hier voll das Geld. So, er braucht noch ein Motorik-Level, aber das kriegt er jetzt auch draußen. Spielen. Spielen, 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 spielen. Ob wir irgendwann auch mal fette Summen überwiesen bekommen? So, jetzt kommst du mal hierher, damit du ein Foto machen kannst, wie Isaiah aktiv ist. Okay. Oh, das sieht geil aus. Warte.
Er macht das auch so leicht. Ganz leicht, leicht, leichthändig, sagt man das so. Okay, dann sammelst du das hier mal ein. Und das hier auch. Aber nicht sterben, wenn das in deinem Inventar ist, mein Freund, ja? So. Okay. Isaiah motorisch fit. Jetzt auf Kreuz geklickt? Nein. Rahmen hinzufügen. Ja, was machen wir denn mit ihm? Er kann eigentlich noch mal malen, oder? Es ist ja so sein Hobby. Damit hat er ja auch die letzten Sachen Geld verdient. Muss sie nicht heute arbeiten? 2 Stunden bis zur Arbeit, okay. Jetzt haben wir von jedem ein Selfie, oder? So, Isaiah und Danik mal in der Mitte. Dann machen wir das vielleicht mal hier. Unsere Sammlung wird hier noch vervollständigt. So, in einer Stunde muss sie bei der Arbeit sein. Ich hoffe, sie wird befördert. Ey, ich hoffe es. Sie hat ja schon Level 10 Computerfähigkeit und so erreicht. Oh, Danik hat auch Geld mit nach Hause gebracht. Flieg mal hier hin, bitte. Ruchiro hat mehr Follower. Mach mal eine dunkle Meditation. Trinken. So, das können wir verkaufen. So großes, realistisches Gemälde. Ich habe 31.000 Fans. Geil. Oh nein, der Geburtstag von Isaiah naht. Das ist natürlich nicht so geil. Was ist das denn Geiles, ey? Sowas haben wir auch noch nicht. Okay, Rahmen. Müssen wir hier sowas mal wegmachen. Wobei, das können wir ja erstmal in den Eingangsbereich hängen. Und die alte hängen wir hier hin. So. Ich finde es schön, dass wir schon richtig viele Bilder hier haben, ne? Das ist schon geil. Du kannst dich ja mal wärmen am Kamin. Machst du noch ein surrealistisches? Okay, Simstagram-Tier. Jetzt steht der, glaube ich, ganz komisch sitzt der Hund. Er ist am Kamin. Warte mal, kannst du mal schnell hier hinfliegen? Und ein Foto machen? Nein, jetzt geht der Hund weg. Egal. So, meditiert hast du ja schon. Was machen wir jetzt? Leander beglückwünscht uns. Mach mal ein abstraktes Gemälde. Nee, du machst hier mal weiter, bitte. Rumhängen. Nein, du spielst. Höchstpunktzahl im Tippspiel. Okay, das kriegen wir auch irgendwie hin. Gehst erstmal auf die Toilette und eine erfrischende Dusche nehmen. Und machst den Tastenkommandant. Hör mal auf. Ach so, fleißig arbeiten wäre schon mal eine Idee, ne? Amun hat noch ein paar Simstagram-Follower. So, wir verkaufen jetzt noch mal die Früchte.
So, das sieht schöner aus, ne? Wie jetzt sich am Kamin wärmt, man erkennt es auch. Namen. Amun wärmt sich am Kamin. Ist ein wirklich toller Hund, der weiß, worauf es ankommt im Leben. Sich am Kamin zu wärmen. Sehr konzentriert. Okay, du kannst die emotionale Aura ja auch mal deaktivieren eigentlich. Nee, ich will mit dem gerade nicht abhängen. Ich muss jetzt Bilder malen. Und nebenbei muss er auch mal trinken. So. Isaiah hat jetzt Motorik Level 6 erreicht. So, das haben wir auch noch nicht gemacht bisher. Machen wir ein Pop-Art-Gemälde. Nein, stopp! So, Leinwandrahmen. Das wird jetzt echt interessant, was wir hier alles für Bilder noch kriegen. Warum haben wir hier eigentlich einen Fernseher hängen? Ich sag dazu nichts. Dann haben wir hier jetzt erstmal die nächste Sammlung an Bildern. Ich würde hier vielleicht noch ein paar Fotos irgendwann hinhängen. Falls wir uns mal wieder ein Kind adoptieren oder so. Wäre das eine Idee? Nee, komm. Keine sonst was für Nacht. Jetzt malt er wieder dieses komische Bild. Das ist auch gut. Das hängen wir hier auch mit hin. Er ist konzentriert. Warum das denn? Schwarzer Tee. Oh, schwarzer Tee lässt die Leute konzentrieren. Aufkommende Technik. Lass einen Sim den höchsten Level in der Technik-Guru-Karriere erreichen. Oh, sie ist schon zufrieden. Ey. Das sieht man ihr schon an. Chihiro wurde befördert und ist jetzt Champion-Gamerin. Sie verdient jetzt 67 Simoleons mehr pro Stunde, was einen Stunden... Hallo. Einen Stundenlohn... von insgesamt 328 pro Stunde ergibt. Sie hat zudem den folgenden Bonus erhalten. 3129, Spielmatte mit Bewegungssensor, Prio-Perfektion. Okay. Perfekt. Jetzt kann Chihiro in Rente gehen. Aufhören. Ja. Bist du sicher, dass Chihiro in Rente gehen soll? Auf jeden Fall. So, als Belohnung gönnen wir uns jetzt mal das Klo und ein Bad mit Rosenblättern. Ach, ist das schön. Chihiro ist als Champion-Gamerin in den Ruhestand gegangen. Hm, sehr schön. Okay, wir löschen das hier nochmal. So, er ist jetzt auch fertig. Jetzt will er schon Kaffee trinken oder was? Nein, geh das mal in die Kunstgalerie verkaufen. Ich frage mich, ob er irgendwann besser wird. Dunkle Meditation. Nach Vorlage malen. So, ich glaube, er will irgendwie spielen. Sie nimmt jetzt ein Bad. Er macht hier noch den Tastenkommandant. Ja. Level 7 der Motorikfähigkeit. Okay, du nimmst auf jeden Fall noch einen Urlaubstag von der Schule. So, dann nimmst du dir mal so einen Salat hier. Darfst den Kinderkanal dazu gucken. Und dann zockst du weiter. Wobei, du gehst noch mal draußen spielen. Spielen, 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 spielen. Bis der Arzt kommt. Damit du nicht gleich fett wirst, wenn du hier Dingens älter wirst.
So, und dann spielst du den Tassenkommandant. So, mit diesem schönen Ausblick werden wir den Part jetzt aber beenden. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und oh, sie umarmen sich. Oh, der übertreibt es echt. Oh, er ist runtergefallen. Aber es juckt ihn nicht. Naja, auf jeden Fall ciao und bis zum nächsten Part.